Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren kleinen Meldung, so viel zwischendurch zum etwas späteren Abend, ja ziemlich genau zur Mitternacht. Wir sind also pünktlich im Zeitplan und wir müssen nochmal nach Sachsen schauen, denn offensichtlich zieht der dortige Wahlbetrug immer weitere Kreise. Wen wundert es? Es geht jetzt nicht um den Softwarefehler. Der ist ja schon dubios genug. Wegen dem hat die AfD einen Sitz verloren zugunsten der Grünlinge und die CDU hat einen Sitz verloren zugunsten der SPD. Also ganz, ganz krude Geschichte, die eventuell dazu führen könnte, dass die AfD die Sperrminorität verliert. Das kann sich auch wieder ändern, wenn der Kandidat parteilos ist. Ich habe letztens versehentlich gesagt, die zu den Freien Wählern gehören, aber jetzt wohl nur den Freien Wählern nahestehend, wenn eben jener, in Klammern, Freie Wählerkandidat, Direktkandidat, wenn der sagen sollte, er schließt sich der AfD-Fraktion an, dann wäre die Sperrminorität wieder da. Aber das ist jetzt nicht das, worum es gehen soll. Nee, es gab ja einen handfesten Skandal. Es wurden Briefwahlunterlagen gefunden, die offensichtlich ein bisschen gedürkt waren. Da wurde ein wenig daran herumgefälscht und zwar konkret wohl die originalen Kreuze überklebt. Weitestgehend in Dresden-Langebrück bisher. Dort hat man mehrere Dutzend manipulierte Unterlagen gefunden. Um die 100 sollen das wohl sein, wo fast überall eine ursprüngliche Stimme für den dortigen CDU-Kandidaten überklebt wurde und abgeändert wurde zugunsten eines Kandidaten der Freien Sachsen. Man hat relativ zeitnah auch mitbekommen, auch in anderen Teilen aus Sachsen, auch in anderen Teilen Sachsens gab es ähnliche Auffälligkeiten. So hat man wohl mittlerweile bei der ersten Suche noch 30 weitere manipulierte Briefwahlunterlagen gefunden außerhalb von Dresden-Langebrück. Und jetzt steht die Frage im Raum, ist das denn schon alles oder ist das vielleicht nur die Spitze des Eisbergs? Man hat jetzt den Verdacht, dass eben jene Wahlmanipulation, jetzt ermittelt wohl der Generalstaatsanwalt oder so, also jetzt hat man richtig hohe Geschütze aufgefahren gegen unbekannt wegen Wahlbetrug. Ja, es ist ja auch, worüber reden wir hier? In einem angeblich ach so demokratischen Land werden Wahlen gefälscht, manipuliert. Ja, natürlich muss man herausfinden, was da abgelaufen ist. Natürlich muss man herausfinden, wer der Drahtzieher dazu ist. Allerdings müsste man das bei anderen Auffälligkeiten auch etwas intensiver mit mehr Motivation machen, als das für gewöhnlich der Fall ist. Ist dann immer ein wenig traurig, wenn nur selektiv so streng vorgegangen bzw. ermittelt wird. Ich bin sehr froh, dass wir versuchen, der Sache nachzugehen, aber alleine der Softwarefehler wäre schon ein Grund, um da ganz genau hinzuschauen, ob man die Wahl nicht eventuell wiederholen müsste. Und das, was in Berlin abging, ja, man hat es auf ein organisatorisches Versagen geschoben, aber ob das wirklich nur ein organisatorisches Versagen war oder ob es dann nicht vielleicht doch bei dem einen oder anderen einen gewissen Vorsatz gegeben haben könnte, hätte ich mir auch genauere Untersuchungen gewünscht. Jetzt aber zurück zum aktuellen Fall. Man hat nicht nur andere manipulierte Briefwahlunterlagen außerhalb von Dresden-Langebrück gefunden. Man hat jetzt sogar noch den Verdacht, dass es nicht die erste Wahl ist, die gefälscht wurde oder bei der gefälscht wurde. Der Skandal, der ist mittlerweile so umfangreich geworden, dass auch die Kommunalwahl, die vorangegangene, eventuell da bereits mit reinfällt und auch da schon mit manipuliert wurde. Das ist allerdings noch nicht zu 100% raus. Es ist allerdings aufgefallen, dass in einem Dresdner Bezirk ein Kandidat der Freien Sachsen außergewöhnlich viele Stimmen bekommen hat. Im Vergleich zu seiner Partei, die jetzt aktuell bei den Landtagswahlen 2,2% eingefahren hat, ist es etwas merkwürdig, wenn er da plötzlich unerwartet auf 10% kommt. Das wohl bereits bei den Kommunalwahlen, nicht nur jetzt in Dresden-Langebrück. Da hat man ein ähnliches Ergebnis. Der dortige Kandidat hat ja auch da 10%, beziehungsweise die Freien Sachsen haben da auch 10% bekommen, ihr Kandidat. Und die Partei hat landesweit gerade mal knapp über 2% geholt. Also da ist nun mal eine Diskrepanz, die stutzig machen sollte. Und genau die gleiche Diskrepanz, die gab es bei den Kommunalwahlen bereits. Da hat man nämlich auch einen Kandidaten der Freien Sachsen, der bei über 10% angekommen ist. Sicher, es sind jetzt nur kleine Kommunalwahlen, aber jetzt soll wohl am Freitag geprüft werden, ob eben jene Stimmzettel der Freien Sachsen von der Kommunalwahl, ob die auch manipuliert worden sind. Und wenn dem so ist, wenn da das gleiche Vorgehen zu finden ist, also da auch professionell überklebt wurde, ich habe da immer noch keine richtige Vorstellung von, müsste ich sicher mal selber sehen, wie das aussieht, weil auf mich wirkt das eher so, dass man das sehen müsste, wenn da jemand was raufklebt auf ein Blatt Papier. Aber es wurde angegeben, dass es wohl sehr, sehr professionell gemacht ist. Und klar, wenn man jetzt so ganz, ganz schnell auszählt, nach dem Kreuz schaut und dann jetzt nicht mit dem Finger aufs Papier geht oder ganz genau drauf schaut, dann entgeht einem das möglicherweise wirklich. Also, dass man das übersehen haben könnte bisher beim Auszählen,
geschenkt, in Anführungszeichen. Ich kann es nachvollziehen, wenn man unter großem Zeitdruck steht und da wirklich nur durchgeht. SPD, CDU, AfD, AfD, Grüne, Grüne, Linke. Also wirklich einfach Akkordarbeit leistet. Ja, sicher kann man da vielleicht übersehen, dass da was wegmanipuliert wurde. Vor allem, wenn es so auf die Gesamtanzahl der Wahlunterlagen erstmal nur einen geringen Anteil betrifft. Also auf die Gesamtzahl gesehen. Ja, jeder ist einer zu viel. Aber ich denke, ihr versteht meinen Punkt, wenn man da tausende Stimmzettel auszählen muss und einige hundert davon manipuliert sind, wenn es jetzt auf jedem wäre, irgendwann sieht man es dann vielleicht durch Zufall, wenn man genau auf die Stelle mit dem überklebten Kreuz guckt. Aber wenn man einen zwischen Dutzenden Unmanipulierten hat, ja, dann geht das vielleicht wirklich durch die Lappen. Und eventuell ist es bereits bei der Kommunalwahl durch die Lappen gegangen. Das soll nun herausgefunden werden. Da möchte man die Stimmzettel nochmal kontrollieren. Und es steht wohl auch im Raum, ob man sämtliche Briefwahlstimmzettel, die für die Freien Sachsen ausgegangen sind, zugunsten der Freien Sachsen ausgegangen sind, dass man die alle nochmal kontrolliert und guckt, ob da noch mehr Gefälschte dabei sind. Das ist wohl eine Option, die im Raum steht, aber ob das nur gemacht wird oder nicht, scheint noch nicht entschieden zu sein. Ich stelle mir da die Frage, warum ist das noch nicht entschieden? Natürlich muss das alles kontrolliert werden. Natürlich muss man da jetzt doppelt und dreimal hinschauen, hätte man vorher schon tun sollen. Aber dass man da jetzt noch überlegt, ob man denn alle kontrolliert. Ja, natürlich, da sind Wahlmanipulationen aufgefallen. Da muss man jetzt auch schauen, ob da vielleicht noch andere von betroffen sind. Eigentlich müsste alles neu ausgezählt bzw. kontrolliert werden. Das dürfte aber zu viel Arbeit sein. Naja, wenn man es genau nimmt, müsste eigentlich auch die Wahl wiederholt werden. Jetzt ist das große Warten auf Freitag angesetzt. Jetzt möchte man da erstmal gucken, ob es bei der Kommunalwahl entsprechende Vorfälle auch schon gegeben hat. Denn da ist wohl auffällig, hat die Bild-Zeitung mitgeteilt, dass der Kandidat, zu dessen Gunsten die Kreuze verändert wurden, dass der wohl eine Pflegefachkraft war. Und jetzt mal ganz kurz so die Zahnräder anwerfen. Bisher stand ja ohnehin der Verdacht im Raum, dass man bei der Briefwahl eventuell auf dem Postweg die Manipulation hat geschehen lassen oder im Pflegeheim, wo sich Pflegefachkräfte möglicherweise Zugriff auf die Briefwahlunterlagen der Einwohner, der alten Leutchen verschafft haben und die dann auch mit ausreichend Zeit eventuell angepasst haben. Das war ja ein sehr, sehr frühzeitiger Verdacht, dass es möglicherweise eine Spur gibt, die in Richtung Pflegeheime führt, wo viele Leute da vielleicht auch nicht mehr so auf der Höhe sind, dass sie überhaupt noch richtig mitbekommen, worum es eigentlich geht, die da vielleicht auch gar nicht hinterfragen, ob ihre Briefwahlunterlagen abgeschickt wurden oder ob da der Pfleger noch irgendwas verändert hat. Und jetzt kommt raus, bei der Kommunalwahl ist ausgerechnet einer Pflegefachkraft im Wahlkreis eine ungewöhnlich hohe Anzahl an Stimmen zuteil geworden. Also hat ein deutlich besseres Ergebnis als der Rest der Partei. Naja, ein Schelm, wer Böses denkt, nicht wahr? Aber noch gilt selbstverständlich die Unschuldsvermutung. Ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Sollte es sich aber bestätigen, dass bei der Kommunalwahl gefälscht wurde, naja, dann sehen wir auch, dass es da offenbar um was eher Bandenmäßigeres bzw. Strukturierteres geht. So nach dem Motto, bei der Kommunalwahl hat es ja schon funktioniert, da machen wir es bei der Landtagswahl nochmal. Und das wiederum würde dann eher darauf hindeuten, dass es keine sogenannte False-Flag-Aktion ist. Wurde nämlich auch schon vermutet, dass man vielleicht versucht, den Freien Sachsen was anzuhängen, weil es eigentlich keinen Sinn ergibt, wenn man ohnehin keine Chance hat, einzuziehen in den Landtag. Warum das Risiko eingehen? Warum sich den Aufwand machen? Was ist denn dann der Profit der ganzen Aktion, außer dass man Gefahr läuft, aufzufliegen und am Arsch zu sein, auf Deutsch gesagt. Also so ein wirklich nachvollziehbarer Nutzen für die Freien Sachsen hat es jetzt bei der Landtagswahl ja gar nicht so wirklich gegeben. Ja, der eine, der dann vielleicht irgendwo einziehen darf, ich glaube, der hat das Direktmandat ja gar nicht geholt, aber bei so einem Nonsensergebnis, wo sich eigentlich nichts ändert, ob man es nun gefälscht hätte oder nicht. Warum macht das jemand? Und das hat einige dazu gebracht, zu grübeln, ob da vielleicht versucht wurde, eben jeden Freien Sachsen irgendwas anzuhängen, um sie in Verruf zu bringen. Wenn es aber nun tatsächlich so sein sollte, dass es schon bei den Kommunalwahlen gefälscht wurde, dann deutet es eher darauf hin, dass es mutmaßlich wirklich zugunsten der Freien Sachsen passieren sollte. Nach dem Motto, es hat bei den Kommunalwahlen funktioniert, dann wird es bei den Landtagswahlen ja sicher auch funktionieren. Da hat keiner so richtig hingeschaut, dann tut es jetzt sicherlich auch niemand. Sind also zwei relativ große denkbare Optionen. Wenn bei der Kommunalwahl keine Fälschung aufgefallen ist, ja gut, das schließt jetzt Option A auch nicht aus, dass sich da jemand hingestellt hat und die anderen in Verruf bringen wollte, nach dem Motto, Mist, bei der Kommunalwahl hat es nicht funktioniert, aber bei der Landtagswahl werden sie wohl hingucken. Das kann natürlich auch sein. Jetzt ist alles, wie gesagt, noch vollkommen offen. Aber
Spannend ist die ganze Geschichte schon. Und sollte es bei der Kommunalwahl ebenfalls so sein, dann könnte man eigentlich rückblickend für die letzten Jahre bei jeder Wahl nochmal nachschauen, ob da auch schon entsprechende Manipulationen vorhanden waren. Wie groß eben jener Vorfall denn wirklich ist, eben jener Skandal. Denn es scheint sich ja über Dresden-Langebrück längst ausgedehnt zu haben. Naja, es wäre ein Stück weit jetzt auf die aktuelle Wahl bezogen hinfällig, wenn eben jene sowieso wiederholt werden muss, aber die vorherigen Wahlen, die vielleicht auch eine Verzerrung vom Ergebnis haben, die werfen nochmal eine ganz, ganz andere Brisanz auf den Fall. Jetzt macht euch aber erstmal einen schönen weiteren Abend, lasst euch nicht ärgern. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie der Wahlkrimi in Sachsen in den nächsten Tagen weitergeht, was am Freitag bei der Prüfung rauskommt, ob man dann irgendwann mal ausfindig macht, wer denn da gefälscht hat, denn gefälscht wurde offensichtlich. Aber da reden wir dann drüber, wenn es soweit ist. Übrigens wurde sich darüber echauffiert, dass wir uns momentan so oft sehen, weil ich so viele Eilmeldungen aufnehme. Und warum wir nicht zusammensitzen und ein langes Video machen? Ja, ganz einfach. Ich reite am Wochenende Turnier und ich reite nächstes Wochenende Turnier mit jeweils 2 bzw. 3 Prüfungen. Was meint ihr, was ich momentan mache? Ja, richtig, trainieren. Und zwar nicht alleine, sondern mit Teilen unseres Wettkampfteams. Wir sind meistens aktuell 4 Leute, die gemeinsam jetzt aktuell jeden Tag versuchen, dass wir da ein bisschen vorankommen, dass es am Wochenende eine gute Leistung wird. Und deswegen bin ich die meiste Zeit einfach am Stall. Ganz einfach. Und ich mache es aktuell so, das passt für mich von der Zeitplanung sehr, sehr gut, dass ich ein Video mittags hochlade, bevor ich zum Stall fahre. Dann bereite ich 2 Sachen für den Nachmittag vor, während ich am Stall bin. Nämlich eine für den Reisekanal und eins hier für den Kanal. So Pi mal Daumen, 18 Uhr wird das dann freigeschaltet. Und wenn ich dann anschließend nach Hause komme, so zwischen 10 und Mitternacht, je nachdem, dann setze ich mich nochmal kurz hin, überfliege die Nachrichten nochmal, suche mir ein Thema raus, von dem ich denke, da müssen wir noch sofort drüber reden, bevor ich schlafen gehe. Und dann nehme ich noch eine kleine Eilmeldung auf, so wie ich es jetzt aktuell tue. Jetzt haben wir es 23.54 Uhr. Jetzt könnte man natürlich sich hinstellen und sagen, aber ich kann ja in der Zeit auch einen Vlog machen. Nee, kann ich nicht, weil ich da 1 bis 3 Stunden Vorbereitungszeit für brauche, ganz einfach. Da muss ich viel, viel mehr an Nachrichten lesen, da muss ich mir Notizen für schreiben. Das ist in der vom Aufwand her ganz, ganz anderer Umfang. Und wenn ich erst um 10 zu Hause bin oder um 11 oder kurz vor 12, wie es gestern der Fall war, und den ganzen Tag trainiert habe, dann habe ich mit Verlaub nicht mehr weder die Motivation, mich da noch 3 Stunden ranzusetzen, Nachrichten zu lesen, noch die Wachheit, noch die Energie. Ich bin nämlich einfach müde, wenn ich heimkomme. So eine kleine Eilmeldung, da lese ich 10, 15 Minuten ein bisschen quer und nehme die Nachricht dann auf. Halbe Stunde ist das fertig insgesamt. Wenn ich aber einen ganzen Vlog vorbereite, dann sind das mehr so zwischen 2 und 4 Stunden, je nachdem, wie viel anfällt. Ist also ein dezenter Unterschied und momentan sind wir einfach so gut ausgebucht am Stall, was unsere Trainingsvorbereitung, unsere Turniervorbereitung angeht, dass ich da nicht die Wachheit mit nach Hause bringe, um mich dann halt noch die halbe Nacht an Nachrichten zu setzen. Ich denke, es ist nachvollziehbar. Deswegen hoffe ich, dass es mit den kurzen Meldungen für zwischendurch trotzdem unterhaltsam ist. Es sind insgesamt ja auch um die 40 Minuten, teilweise sogar mehr. Ein Vlog geht ja auch zwischen 40 Minuten und einer Stunde. Es sind halt nur 4 Themen, dafür ein bisschen intensiver, als wir es im Vlöckchen haben. Da gehen die Themen ja meistens so ein bisschen ratter, ratter, ratter durch. Aber so, dass ihr trotzdem, wenn ihr denn wollt, alle Nachrichten nacheinander schauen könnt und von der Unterhaltungszeit her ähnlich viel habt, wie wenn es ein Vlog wäre. Nur, dass ich einen Bruchteil des Zeitaufwands am Stück habe, weil ich kann so einen Vlog jetzt auch nicht in Etappen vorbereiten. Das macht sich schlecht. Ich muss das wirklich vor dem Video machen. Ansonsten habe ich die Hälfte wieder vergessen. Das ist Käse. Die Eilmeldungen kann ich immer dann aufnehmen, wenn es mir gerade zeitlich gut passt. Die kann ich zwischendurch einschieben. Das ist einfach viel, viel entspannter. Ich muss mir nicht so einen Druck machen. Ich muss jetzt noch Nachrichten machen, dann bin ich wieder ein. Es kommt mir zeitlich momentan einfach überhaupt nicht sonderlich gut gelegen. Aber ich denke, das ist mehr als nur nachvollziehbar. Sollte es zumindest sein, wieder der schon mal eine ähnliche Situation hatte mit Wettkämpfen und Vorbereitungen und dann auch noch generell so das Tagestraining. Wir trainieren ja nicht nur aufs Turnier hin, wir müssen ja generell in Bewegung bleiben. Ich denke, der weiß, dass man dann abends nicht mehr so wirklich Lust hat, um sich dann auch stundenlang mit Nachrichten zu beschäftigen. Meistens ist es so, wenn ich heimkomme, bin ich noch relativ fit. Ich sehe jetzt sicher auch noch einigermaßen wach aus, aber wenn ich mich dann oben hingesetzt habe und angefangen habe zu lesen und Notizen zu machen, dann sieht das völlig anders aus. Ich schlafe nämlich zu 99% dann ein, wenn ich einen Themenzettel schreibe. Wenn ich aber sofort heimkomme, mir eine wichtige Meldung oder 2 wichtige Sachen raussuche und dann direkt was dazu sage, dann geht das klar. Und jetzt kann ich dann das Handy ausmachen, nicht aber weglegen. Und jetzt ist im Prinzip frei und ich kann dann pennen gehen, wenn ich müde bin und mir noch einen Film anschauen oder noch ein bisschen Siedler spielen oder so. Das geht dann schon, aber nach dem Training heimkommen, mit dem Blick aufs nächste Training, wo ich mich wahnsinnig schon wieder drauf freue, macht tierisch Spaß, mein Pferd läuft besser denn je aktuell. Wir werden beim Turnier zwar nicht allzu viele Chancen haben, weil ich sie einfach aktuell mehr so klassisch barock ausbilde, ist zu viel gesagt, aber trainiere. Und in einem FN-Dressurturnier wollen sie andere Sachen sehen. Aber ich fahre mit ihr hin, damit sie
ordentlich entspannt durch die Prüfung geht, damit sie schön durchlässig läuft. Und was sie für eine Wertnote bekommen, ist mir völlig wurscht. Ich will ein entspanntes, lockeres Pferd, das in anderer Umgebung auswärts trotzdem konzentriert arbeitet. Und jetzt am Wochenende gibt es eine kleine Dressur und zwei kleine Springen. Mal gucken, wie das so läuft. Nächstes Wochenende gibt es ebenfalls eine Dressur, aber nur ein kleines Springen. Also so 50er und 70er Springen, das macht die rückwärts aus dem Stand. Bei ihr ist nur das Wichtige, dass sie nicht kopflos wird zwischen den Sprüngen. Die zieht gerne nach dem ersten Sprung an, bulldozert durch die Gegend und hört nicht zu. Dauert dann so ein paar Sekunden, bis sie wieder konzentriert ist. Und das ist natürlich scheiße, wenn der nächste Sprung ansteht. Deswegen arbeite ich aktuell dran, dass sie sauber und ruhig durch den Parcours geht, ohne zwischendurch den Düsenantrieb zu zünden und irgendwie übermütig zu werden, wenn ein Sprung ihr gut gelungen ist. Sondern dass wir da konstant durch den Parcours durchschaukeln. Wird noch eine ganze Menge Arbeit, geht nicht von jetzt auf gleich, aber im Vergleich zu dem, wie es vor einem Jahr aussah, wo ich nicht mal eine ganze Bahn im Schritt reiten konnte, ohne dass sie da irgendwie Ziegenbock gespielt hat und ich mittlerweile Schritt-Galopp-Übergänge mit ihr über aus dem Stand bin ich auch schon angaloppiert. Also wir jetzt an Übergängen konzentriert, gemeinsam, na, arbeiten mag ich es nicht nennen, aber trainieren. Da ist ein himmelweiter Unterschied, also im Vergleich zum letzten Jahr hat jemand mein Pferd vertauscht, zum Positiven. Also ich bin mehr als nur zufrieden mit dem Kaninchen, mit der kleinen Maus. Deswegen investiere ich dann einen Haufen Zeit gerade und sehr, sehr, sehr viel Arbeit, in der Hoffnung, dass ich dann irgendwann, dieses Jahr ganz sicher nicht, aber in 2 oder 3 Jahren, ein hoffentlich halbwegs klassisch barock gerittenes, feines, durchlässiges, entspanntes Pferdchen habe. Ohne Gezupple, ohne Gezerre, ohne Hektik, ohne dass da irgendwie sich da 20.000 Hilfszügel verschnallen muss, sondern ein Pferd, was wirklich mit Freude, Stolz durch die verschiedenen Lektionen geht. Jetzt wisst ihr Bescheid, deswegen sehen wir uns momentan immer nur so kurz. Ein Video, bevor ich zum Stall fahre, was dann direkt online geht auf dem Kanal. Danach bereite ich die 2 Videos für den späteren Nachmittag vor. Und dann, wenn ich heimkomme, kommt eben das. Und momentan funktioniert sehr gut die ganze Woche über. Also so die Zeiteinteilung, die passt mir gerade perfekt. Das werden wir jetzt diese und nächste Woche auf jeden Fall so beibehalten. Und danach schauen wir mal weiter, nicht wahr? Aber dann steht auch demnächst das interne Lager von unserer Mittelaltergruppe an. Da ist dann auch wieder viel zu tun. Na, da reden wir dann, wenn es soweit ist. Jetzt aber schlaft alle gut und bis dann.